Das ist Berlin. Man kann sagen, Gaza City 2.0. Außer die zerstörten Gebäude haben wir in manchen Bereichen wirklich das Niveau teilweise sogar unterschritten. Diese Station nennt sich Berlin-Kurfürstendamm, die U-Bahn-Linie 9. Und auch heute wieder spielt die U-Bahn-Linie 9 eine wichtige Rolle, denn sie werden heute am Walter-Schreiber-Platz an der U-Bahn-Linie 9 in Berlin ihr Schauspiel für den 12. Oktober vollführen. Es ist jetzt fast die 380. Demo seit dem Überfall der Hamas auf Israel. Und so sieht es inzwischen aus. Keine U-Bahn mehr für Einheimische, sondern nur noch für Zugezogene. Und die Zugezogenen haben hier sogar noch Begleitschutz der Polizei. Ein Wunder, dass die Wahlergebnisse nur so sind, wie sie sind in Berlin und nicht ganz anders da sind. Dort steigen junge Deutsche aus und dort steigen auch junge Migranten aus, die schon länger hier leben, die damit nichts zu tun haben wollen. Das ist absolut völliger Wahnsinn und blanker Hohn, dass die Polizei dann da steht und nur irgendwie versucht, dass dieser Zug abfahren kann. Das ist die Deeskalationsstrategie der Polizei Berlin. Und zu dieser Deeskalationsstrategie kommen wir gleich, wenn ich euch zeige, wer Mohammed aus Gaza ist. Die meisten werden den Meme-König kennen, doch die Geschichte dahinter, die ist eigentlich absolut nicht zum Lachen. Hast du gehört? Du stehst wahrscheinlich auf Terrorismus von Israel, bla 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 bla, diese ewige Kette. Seht ihr, wer da in der Tür von der U-Bahn steht? Das ist Mohammed aus Gaza. Und bevor ich euch gleich ein paar Bilder zeige von Mohammed aus Gaza, muss man hier einmal nochmal sagen, welch widerwärtiges Spiel sie mit diesem armen Jungen treiben. Der junge Mann ist nicht volljährig, der junge Mann ist offensichtlich behindert. Das sieht man ihm an. Er hat irgendeine geistige Einschränkung auf jeden Fall. Er wird aber von den Protestleuten eben immer wieder genau deswegen nach vorne geschickt. Er wird immer wieder angestachelt, weil er es eben nicht versteht, dass er das hier besser sein lassen sollte. Und so kommt es, dass er inzwischen 18 Mal von der Polizei Berlin in Gewahrsam genommen wurde und immer noch wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Aber diese Perversion, dass diese Protestleute immer wieder arme, unschuldige Menschen benutzen und instrumentalisieren, dieser junge Mann versteht nicht im Ansatz, um was es am Ende dort vorne geht. Er hat eine eigene Meinung zu Gaza, dort ist er geboren, die dafür haben, aber er wird wirklich missbraucht. Und wir sehen bei Mohammed aus Gaza, wenn der genetische Kreis nicht weit genug von der Familie entfernt ist, damit meine ich Cousin und Cousine, das ist gang und gäbe in diesem Kulturkreis, sehen wir diese Probleme. Ihr kennt das Wort dafür, ich denke, ich darf das hier nicht sagen. Und wir lassen uns auf der Nase herumtanzen. Jeden Tag wird er inzwischen in Gewahrsam genommen und niemand hat irgendwie vor, etwas dagegen zu unternehmen. Und für alle, die denken, das in Berlin, das kann ja nicht jeden Tag sein. Diese Bilder sind von gestern. Die Ortskundigen werden es sehen. Das ist der Alexanderplatz. Sie rufen auch die ganze Zeit Fuck you Germany, dann denke ich mir immer, dann pack deine Koffer und verzieh dich und zwar ganz schnell. Aber wir kommen hier jetzt mal zu einem kleinen Best-of von Mohammed aus Gaza, damit ihr den mal kennengelernt habt, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Wenn ihr das Best-of der Verhaftungen von Mohammed mal sehen wollt, müsst ihr in meinen Telegram-Kanal. Ich denke, YouTube möchte nicht, dass ich euch diese Szenen hier alle zeige. Ich weiß gar nicht, ob ich alle 18 zusammenfinde. Ich gebe mein Bestes. Schaut auf jeden Fall mal in meinem Telegram-Kanal vorbei. Und für alle, die denken, der ist doch nicht wirklich jeden Tag dabei, hier nochmal eine Aufnahme, auch von gestern. Und am Alexanderplatz. Schaut einfach. Ja, da ist er wieder, der Strahlemann Mohammed aus Gaza. Und ich denke, sie werden ihn auch heute oder morgen wieder in Gewahrsam nehmen.
Und dieses Katz-und-Maus-Spiel geht jeden Tag so weiter. Und das Schlimme ist, was sie alle noch nicht verstanden haben, ist, Education is so important. Bildung ist so wichtig. Und zwar auch die Bildung, dass die Polizei mit dem Schlagstock einem mal richtig eins über die Rübe ziehen kann und dass man einen dann mal ins Loch wirft. Da habe ich Aufnahmen für euch. Ich glaube nicht, dass ich die zeigen kann. Ich hänge sie einfach mal an das Telegram-Video hinten dran. Die sind aus Politie, kommt aus den Niederlanden. Und da seht ihr mal, wenn einer es übertreibt mit der Polizei, dann kommen die Zivilpolizisten und vergessen mal kurz alle Regeln, die sie in ihrer Ausbildung gelernt haben. Daher kommt immer der Spruch, Education is so important, Bildung ist so wichtig und Bildung geht auch damit, dass man ihnen einfach lange genug auf die Rübe gehauen hat, damit sie am Boden liegen und es verstanden haben. Nichts anderes machen sie mit uns. Deswegen, diese Bildungsarbeit, die würde ich unterstützen. Da kann man manchmal nicht genug davon haben, denn ohne Schieben und Drücken, wie die Polizei das immer nennt, wird das nicht funktionieren. Und wir brauchen endlich Staatsanwaltschaften, die hier auf der Seite der Polizei stehen und für sowas Massengefängnisse anlegen und dann einfach diese Massenstraftäter dann mal in U-Haft stecken, bis die ganze Anzahl der Verfahren mal abgearbeitet und geklärt ist. Wir haben ja inzwischen hier Leute dabei, die haben 100 Strafverfahren wegen Nahostkonfliktprotesten und die Justiz, sie malt ihre Mühlen ganz langsam, wenn sie überhaupt gemahlen werden. Und das sieht nicht nur der Deutsche, das sieht jeder in diesem Land und sagt, ihr habt da oben nicht nur eine Schraube locker, anscheinend hat jemand das ganze Getriebe beim Schrottplatz verkauft und dann ist der Schaden auch nicht mehr reparierbar, dann nennt man das Ganze wirtschaftlichen Totalschaden und dann wird abgefragt. Und ja, dieses Land wird schon abgefragt, nur den Totalschaden da oben hat noch niemand abgeräumt. Es wird endlich Zeit, dass diese Regierung einfach ihre Sachen packt, damit die nächste Regierung kommt, die ihnen dann, wie in meinem vorherigen Video schon einmal erklärt, ihre ganzen Alters- und Pensionsversorgungsansprüche unter dem Hintern wegreißt und zwar so wegreißt, dass man das nicht wieder einklagen kann, dass das ein für alle Mal weg ist. Die Leute vergessen immer, dass Politiker Gesetze einfach ändern können. Ja, dann kommt das Verfassungsgericht und dann wird wieder was geändert und dann geht man als Politiker einfach hin. Zum Beispiel sagen sie immer, es gibt Verwaltungsgerichtsrechtsprechung zu gewissen Themen Asyl und Migration. Das sind geltende Musterurteile. Die kann man nicht umgehen. Und dann sage ich immer, weil ihr nicht kreativ denkt. Ihr könnt die nur nicht umgehen, weil es diese Gesetze, für die die Urteile geschrieben wurden, die existieren noch. Wenn ihr hingeht und werft das Aufenthaltsgesetz einfach weg und schreibt ein neues, was dann nur noch Staatsangehörigkeitsaufenthaltsgesetz heißt. Also indem ihr einfach das alte Gesetz entfernt und durch ein anderes ersetzt, indem es neue Namen gibt, am Ende die Reihenfolge vertauscht ist, gilt die alte Rechtsprechung nicht mehr. Und das trauen sie sich nicht. Sie können einfach hingehen, wenn es zu irgendwelchen Dingen, das kann man im BGB auch machen, da gibt es zu irgendeinem BGB-Paragraphen, gibt es dann 1000 Urteile und 10 vom Bundesgerichtshof, die sind alle bindend. Und wenn man das abräumen will, streicht man das einfach, baut das um und fügt das hinten irgendwo wieder dran. Denn die ganzen Urteile verweisen auf irgendein Gesetz und wenn das Gesetz dann irgendwann amtlich außer Kraft tritt, gilt auch dieses Gerichtsurteil nicht mehr. Und das ist nämlich genau der Weg, wie wir alles, was wir wollen, am Ende auch in Gesetzesform umsetzen können. Und sie wollen uns immer erzählen, dass das nicht geht. Und da sage ich, das geht sehr wohl. Ich kann allen das Geld wegnehmen, wenn ich das will. Ich kann Leuten auch weniger wie das Existenzminimum bezahlen. Dann muss ich von dem Urteil, was es gibt zum Existenzminimum, alles abräumen, was es an Gesetzen gibt und anders da wo wieder neu aufschlagen. Dass die Politik die Justiz nicht ausspielen kann, das ist ein böses Gerücht. Die Justiz kann es wieder korrigieren, aber eine gewisse Zeit lang kann man hier frei regieren und frei drehen. Man muss nur wissen, wie das große Rad gedreht wird und dann kann man in diesem Lande alles möglich machen, fast sogar, dass wieder Milch und Honig fließen. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung. Abonniere diesen Kanal X und Telegram und schau unbedingt bei Messerradar vorbei. Wir haben eine öffentlichkeitswirksame Fahndung nach Suleyman Ibrahim Kiel. Und ja, jeder, der aufgepasst hat, Ibrahim Kiel ist ein afghanischer Stammesname. Natürlich sagt die Polizei die Staatsangehörigkeit nicht dazu. Und da sage ich, brauche ich nicht. Ich mache meinen Job ziemlich gut. Und damit, ciao, bis bald.